Geschätzte Anwesende, meine Damen und Herren, im Namen der ETH begrüße ich Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Wozu die Utopie? Max Frisch und Helmut Schmidt. Die Eröffnung ist Teil der Internationalen Archivwoche, in der die ETH-Archive zu zahlreichen Veranstaltungen, Führungen und Aktionen einladen. Mein Name ist Andreas Gestern, ich bin der stellvertretende Direktor der ETH-Bibliothek, in deren organisatorischem Rahmen das Max-Frisch-Archiv angesiedelt ist. Der pflichtbewusste und aufgabentreue Helmut Schmidt hätte meine Präsenz heute Abend bei Ihnen wohl kritisch gesehen. Sie hindert mich nämlich an der Teilnahme der jeweils mittwochs stattfindenden Stadtzürcher Parlamentssitzung, deren gewählter Abgeordneter ich bin. Da Politik und Geist, wie wir noch hören werden, für Helmut Schmidt keine Gegensätze waren, bin ich dankbar, heute Abend eine allenfalls etwas geistvollere Diskussion zu genießen, als sie der Zürcher Gemeinderat für gewöhnlich bietet, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben. Die mit der heutigen Podiumsdiskussion eröffnete Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt des Max-Frisch-Archivs und der Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stiftung. Sie wurde bereits an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg erfolgreich gezeigt und wird in unseren Räumen nun vom 8. Juni bis 2. September gastieren. Gerne begrüße ich deshalb heute Abend Professor Thomas Stressle, Präsident der Max-Frisch-Stiftung, und Dr. Mike Woike, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stiftung. Beide werden sich ebenfalls in Kürze mit Grußworten an Sie wenden. Die anschließende Podiumsdiskussion wird eröffnet und moderiert von Altregierungsrat und Stiftungsrat der Max-Frisch-Stiftung Markus Notter. Auf dem Podium diskutieren die Schriftstellerin Nora Bossong, Flavia Kleiner, Mitbegründerin von Operation Libero und ich darf das sagen, Aktivistin, weil auf dem Twitter-Account, habe ich extra nachgeschaut, steht auch Aktivistin, sowie der Schriftsteller und diesjährige Max-Frisch-Preisträger der Stadt Zürich, Jonas Lüscher. Ihnen allen danke ich bereits jetzt für Ihr Engagement an dieser Veranstaltung und uns allen wünsche ich einen spannenden Diskussionsabend und übergebe gern das Wort an Professor Thomas Stressle. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, unter Demokratiepraktikern ist Utopie das schlichte Synonym für Hirngespinst. Dieser erbarmungslos realistische Satz entstammt der Dankesrede, die Max Frisch bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gehalten hat. Das war 1976, zu einer Zeit also, da Helmut Schmidt Bundeskanzler war. Wer an Hirngespinsten leidet, muss nicht gleich zum Arzt gehen, kann aber auch nicht damit rechnen, im politischen Tagesgeschäft ernst genommen zu werden. Und doch hat Max Frisch ein Leben lang auf der Kraft und der Notwendigkeit der Utopie bestanden, gerade auch im politischen Handeln. Denn ohne Utopie wird die Politik zur Fortsetzung des Geschäfts mit anderen Mitteln, zur Technokratie voller Effizienz, aber ohne Transzendenz. Was dabei auf der Strecke bleibt, nach Max Frisch, die Utopie einer Gesellschaft ohne Herrschaft von Menschen über Menschen, die Utopie einer Menschenliebe, die sich kein Bildnis und also auch keine Feindbilder von anderen macht, die Utopie eines kreativen, freien, selbstbestimmten und also verwirklichten Daseins zwischen Geburt und Tod. Dabei ist die Utopie weder ein Hirngespinst noch ein bloßes Wunschdenken, das uns in einer trügerischen Wirklichkeit wiegt und aus dem wir vielleicht eines Tages böse erwachen, wie zum Beispiel, so Frisch 1976, Zitat, unser Wunschdenken nach Hiroshima, die Meinung nämlich, dass die Atombombe nur noch die Wahl lasse zwischen Frieden oder Selbstmord der Menschheit und infolgedessen den ewigen Frieden herbeigeführt habe. Die Utopie dagegen täuscht nichts vor, sie treibt uns an und gibt uns Richtung, und zwar nach vorne, nicht nach hinten. Utopie ist auch ein Gegenbegriff zu Nostalgie.
Eine Utopie ist nicht dadurch entwertet, dass wir vor ihr nicht bestehen. Und umgekehrt sind auch wir es nicht, wenn wir daran scheitern. Wir müssen daran scheitern, sonst wäre die Utopie einfach ein Projekt, bei dessen Umsetzung uns Fehler unterlaufen sind. Die Funktion der Utopie ist es, gerade aus der Rhetorik der Machbarkeit hinauszuführen und uns das letztlich Unerreichbare, aber immerzu Erstrebenswerte vor Augen zu halten. In einem Interview, das Frisch kurz vor seinem Tod gegeben hat und das erst kurz nach seinem Tod erschienen ist, hat er die Funktion der Utopie noch einmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Wir brauchen die Utopie als Fernziel. Nur die Tiere leben ohne eine Utopie. Wenn wir die Utopie einer menschlichen Gerechtigkeit nicht hätten, so hätten wir nicht einmal die Jurisprudenz. Auch wenn nie Menschen mit Menschen gerecht sein können, soll die Utopie wie ein Magnet wirken, der die Nadel richtet für die Mündigen. Und was hat die Kunst damit zu tun? Hier kommt einer der Lieblingssätze von Max Frisch ins Spiel. Er lautet, Zitat, die Kunst ist die Statthalterin der Utopie. Das ist ein guter Satz, wie er immer wieder betont hat. Er gibt eine kurze Antwort auf die lange Frage, worin denn die Rolle der Kunst eigentlich bestehe. Sie liefert uns die Möglichkeit, dass das Menschsein anders sein könnte, dass die Gesellschaft anders sein könnte, dass die Geschichte anders verlaufen könnte. Die Kunst ist die Statthalterin der Utopie. Max Frisch hat diesen Satz immer wieder zitiert und er hat auch nie verschwiegen, von wem er stammt. Von Walter Benjamin. Nur der Satz lässt sich bei Benjamin nirgends belegen. Es ist einer jener Sätze, denen man immer wieder begegnet, von denen man aber nicht weiß, wer sie in die Welt gesetzt hat. Vielleicht passt diese Unklarheit ja auch ganz gut zu dem Satz und wer weiß, vielleicht stammt er ja von Max Frisch selbst. Ich freue mich, dass wir heute Abend die Ausstellung zu Max Frisch und Helmut Schmidt in Zürich eröffnen können, nachdem sie bereits in Hamburg zu sehen war. Und im Namen der Max-Frisch-Stiftung bedanke ich mich herzlich bei der ETH-Bibliothek für die Unterstützung und das Gastrecht, sowie bei der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung für die hervorragende und immer auch sehr vergnügliche Zusammenarbeit, namentlich bei Mike Woike, dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer der Stiftung. Besonders bedanke ich mich bei den beiden Kuratoren, Magnus Koch und Tobias Amslinger, sowie bei der Gestalterin Dagmar von Wilken, die die Ausstellung konzipiert und realisiert haben. Vielleicht mag es in einer Zeit, in der wir so unter den Schrecken der Realität leiden, abwegig erscheinen, von Utopie zu reden. Doch so verheerend Utopien sein können, vielleicht ist es auch ein Verlust an Utopien, der uns so weit gebracht hat. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist selbstverständlich bewusst, dass neben Helmut Schmidt heute Max Frisch im Mittelpunkt steht. Beginnen möchte ich aber mit Günter Grass, der im Oktober 1977, also mitten im sogenannten Deutschen Herbst, seinen 50. Geburtstag feierte. Kein geringerer als der SPD-Vorsitzende Willy Brandt nahm dies zum Anlass, einen großzügigen Empfang in der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Bonn auszurichten. Eingeladen waren Mitglieder der Sozialdemokratischen Wählerinitiative, Schriftsteller, weitere Kulturschaffende sowie etliche SPD-Bundestagsabgeordnete und Angehörige des Parteivorstands. Der Bundeskanzler und stellvertretende Parteivorsitzende Helmut Schmidt erfuhr von dieser Zusammenkunft aus der Zeitung und schrieb Brandt, seinem Partner und Rivalen, daraufhin am 3. November 1977, wie mir scheint, nicht frei von Empörung, Zitat: Abgesehen von der Tatsache, dass ich an dem Gespräch selbst gern teilgenommen hätte, macht mich auch der Eindruck besorgt, der dadurch entstehen muss, dass sich bei einer Zusammenkunft von 50 bis 100 führenden Vertretern
aus dem literarischen und intellektuellen Bereich der Bundeskanzler nicht sehen lässt. Schnell wird daraus geschlossen werden können, dass dieser davon ferngehalten werden sollte. Dies war und ist aber nicht der Fall, wie ich fest annehme. Gleichwohl haben mich die Erkundigungen, die ich über persönliche Mitarbeiter von deinen persönlichen Mitarbeitern erhalten habe, nicht befriedigt. Ich halte die angegebenen Gründe für nicht plausibel. Ich bedauere auch, dass andere führende Vorstandsmitglieder und der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende im Bundestag nicht eingeladen worden sind. Lieber Willi, ich schreibe dir dies, weil mich der Tatbestand doch ein wenig verärgert und weil ich für die Zukunft solche Pannen gern ausschließen möchte. Zitat Ende. Ein Durchschlag dieses Brandbriefs ließ Schmidt zur persönlichen Kenntnisnahme an Herbert Wehner übermitteln, der im Deutschen Bundestag seit 1969 die sozialdemokratische Fraktion führte. Willy Brandt antwortete entgegen seiner Gewohnheit bereits am Folgetag und bedauerte die Panne beim Einladungsmanagement, wie man heute sagen würde. Zugleich beschied er jedoch Schmidt, Zitat, im Prinzip wird der Parteivorsitzende wie der Fraktionsvorsitzende zu Gesprächen oder Zusammenkünften einladen können, ohne dabei befürchten zu müssen, aus der Nichtteilnahme von Vorstandskollegen können falsche Schlüsse gezogen werden. Selbst bin ich meist froh über die Abende, die mir verbleiben, weil sie nicht vorprogrammiert sind. Zitat Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, ich verkneife mir an dieser Stelle einen reizvollen Exkurs über das Verhältnis zwischen Willy Brandt und Günter Grass, der in vielen langen Schreiben an Brandt ungefragt zahlreiche politische Einschätzungen äußerte und Ideen zur Modernisierung der SPD entwickelte, womit er seinem Korrespondenzpartner phasenweise ungemein auf die Nerven ging. Vielmehr begrüße auch ich Sie alle ganz herzlich zu unserer Ausstellungseröffnung Wozu die Utopie, Max Frisch und Helmut Schmidt. Wie außerordentlich wichtig Schmidt die Beziehungen zwischen Kunst und Literatur auf der einen und Politik auf der anderen Seite gewesen sind, führt uns seine Empörung über die Nichteinladung zum Grass-Empfang eindrücklich vor Augen. Unsere Ausstellung und das Gespräch des heutigen Abends werden dieses Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchten, sowie weitere Perspektiven auf die Rolle der Literatur und in der Demokratie eröffnen. Danken möchte ich selbstverständlich auch der Max-Frisch-Stiftung, namentlich Thomas Stressle und Tobias Amslinger. Unter meinen vielen beruflichen Kooperationen habe ich unsere Zusammenarbeit zur Konzeption und Umsetzung dieser Ausstellung stets als besonders erfrischend und intellektuell anregend begriffen. Ganz herzlichen Dank auch an die Diskutanten des heutigen Abends. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und natürlich danke ich auch nochmal namentlich Magnus Koch und Tobias Amslinger als Kuratoren dieser Ausstellung und dem Ehepaar von Wilken, auch extra angereist, für die Produktion und vor allen Dingen auch die wunderbare Gestaltung dieser Schau. Genug der Vorreden, the floor is now open. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich meinerseits zu diesem Abend und zu unserer Diskussion, wozu die Utopie. Wir sind hier auf dem Podium zwei Vertreter, eine Vertreterin, ein Vertreter aus dem Bereich der Kunst, zwei Schriftstellerinnen, die hier mit uns diskutieren, und die Politik ist vertreten, auch hier jetzt durch Flavia Kleiner und ein bisschen vielleicht auch noch durch mich, hat mir Flavia jedenfalls gesagt. Ich möchte einleiten ganz kurz
die Diskutantin vorstellen. Das ist nicht wirklich notwendig, aber zwei, drei Sätze vielleicht. Und dann möchte ich einsteigen mit der Frage, was für Sie persönlich Utopie eigentlich bedeutet, ob das in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, in Ihrer Arbeit irgendeine Bedeutung hat und ob sich das vielleicht auch im Laufe Ihres Lebens sich verändert hat. Ich beginne mit Jonas Lüscher, der Preisträger des Max-Frisch-Preises der Stadt Zürich für dieses Jahr. Jonas Lüscher ist, das ist mir besonders aufgefallen, in Schlieren geboren. Jetzt wissen vielleicht nicht alle, wo Schlieren ist. Das ist in der Schweiz und das ist ganz nahe bei Dietikon. Und Sie wissen auch nicht, wo Dietikon ist, aber ich bin in Dietikon geboren und er in Schlieren, zwei Nachbarstädte oder Gemeinden. Wir sind uns nie begegnet, weil er dann sehr schnell schon dort entschwunden ist, aus diesem Limmataler Industrievorort und dann länger in Bern aufgewachsen, vorher noch kurz im Aargau, in einem Ort, der etwas unrühmliche Berühmtheit erlangt hat durch seinen Gemeindepräsidenten. Wir wollen weder den einen noch den anderen nennen, vielleicht will er es dann machen. Jonas Lüscher ist Schriftsteller, er hat verschiedene große Preise bekommen, er hat mit seinem Buch Kraft, glaube ich, wirklich so den Durchbruch geschafft. Er hat auch kürzlich mit anderen zusammen ein Buch publiziert, das ich mit Spannung gelesen habe, nämlich das Buch wie der Titel genau heißt, Populistischer Planet, über Populisten, und das ist so ein Dialog, der da geführt wird und der uns verschiedene Populisten vorführt, vielleicht auch in unserem heutigen Kontext ein Thema. Ich darf mit Jonas Lüscher beginnen. Utopie, was heißt das für den Schriftsteller Jonas Lüscher? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es für mich als Schriftsteller so eine ganz große Rolle spielt. Es spielt für mich eher als politischer Bürger eine Rolle. Und da würde ich so weit zu gehen, sozusagen in der gegenwärtigen grauenhaften Lage, in der wir uns befinden, in vielerlei Hinsicht, ist Utopie sehr wahrscheinlich sogar Pflicht. Ich glaube, die Lage vieler Menschen auf der Welt ist derart schäbig und die Bedrohungen der Zukunft so groß, dass wir verpflichtet sind, zumindest irgendwie eine Art der Hoffnung aufrecht zu erhalten. Und Utopie ist ja irgendwo die politische Form der Hoffnung. Und ohne das wird's nicht gehen. Und ich glaube sogar, dass man mit Frisch paraphrasierend sagen kann, dass die Hoffnung Pflicht zum Widerstand ist, wie er das in seiner, ich glaube, es war in seiner goldenen Kalbrede genannt hat. Vielen Dank. Wir gehen nachher noch ein bisschen darauf ein. Interessant finde ich, dass Utopie ist nicht so sehr für den Schriftsteller wichtig ist, sondern für den Bürger Jonas Lüscher. Vielleicht im Unterschied, ich weiß es nicht, oder müssen wir nachher diskutieren zu Max Frisch. Nora Bossong, eine Bremerin, Hamburgerin, also sie vertritt hier den kühlen deutschen Norden, den wir auch mit Helmut Schmidt verbinden. Sie ist eben auch Schriftstellerin, wir haben vorher noch diskutiert, ist sie auch in einem bürgerlichen Hause aufgewachsen, sie hat da in einem bildungsbürgerlichen Haus, sie hat da eine etwas differenzierte Antwort gegeben. Das war nicht immer so ganz bildungsbürgerlich, der Vater war auch einmal Aufseher im Gefängnis und so und ist dann erst später Professor geworden. Das ist ein nicht ganz üblicher Weg, kann ich sagen, als ehemaliger Justizdirektor. Nicht alle unsere Aufseher haben das so geschafft. Frau
Bosson ist auch Schriftstellerin, ist auch ausgezeichnet worden, hat immer auch politisch in ihren Werken politische Themen bearbeitet, ist auch als Bürgerin politisch aktiv. Ich habe gesehen, jedenfalls, ich weiß nicht, ob es noch so stimmt, man orientiert sich ja fast alle am gleichen Ort. Sie ist zugewähltes Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, steht da. Und vielleicht sagt sie uns auch noch ein bisschen, was das eigentlich ist. Das würde man nicht unbedingt vermuten hinter einer, sage ich jetzt einmal, jüngeren Schriftstellerin. Für mich ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken eher etwas für alte weiße Männer. Aber das zeigt, dass ich zu wenig weiß, wie das so ist. Utopie aus Ihrer Sicht für Sie, für Ihr Leben, was bedeutet das? Also ich habe tatsächlich ein ambivalenteres Verhältnis zur Utopie. Ich würde sagen, das ist immer ein wichtiger, also immer, aber solange ich zumindest schreibend tätig war, ein wichtiger Bezugspunkt war. Aber meine Skepsis gegenüber der ungeprüften Utopie ist zunehmend gewachsen, weil ich glaube, dass die Hoffnung, die gegeben wird, aber nicht eingehalten werden kann, auch problematisch werden kann. Und das nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kunst. Also wenn Kunst sich aufbäumt, als Verwirklicher der Utopie zu agieren, aber den spielerischen Rahmen nie verlässt, dann kann das auch salopp gesagt, nach hinten losgehen. Also dann kann auch mit den Hoffnungen von Menschen gespielt werden. Und da würde ich mir mehr Vorsicht und mehr auch Respekt vor den Menschen, die man auf diese Weise vielleicht sogar instrumentalisiert, wünschen. Gleichzeitig gebe ich aber Jonas Lüscher recht, dass wir uns nicht nur Zukunft vorstellen müssen und auch die Fähigkeit, uns in die Zukunft zu denken, sondern auch im positiven Sinne, denn das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist eine zunehmende Dystopisierung der Zukunft. Und ich glaube, dass diese Dystopie ihren Zweck hatte, nämlich sehr schnell zu mobilisieren in Fragen der Klimagerechtigkeit und des drohenden Klimakollaps. Dass man aber vielleicht nun einen Schritt weitergehen darf und auch muss, um wieder eine positiven Zugriff auf die Zukunft zu gewinnen und uns als politisch gestaltungsfähige Menschen eigentlich sowohl in Verantwortungspositionen zu bringen, wie auch, ja, also Verantwortungsposition bedeutet ja sowohl die Möglichkeit zur Gestaltung, wie aber auch die Verpflichtung zur Gestaltung. Also ich würde den Begriff Utopie ein bisschen vorsichtig verwenden, vielleicht würde ich mir so realisierbare Utopie, auch die scheitert ja immer, wie man weiß. Die Vereinten Nationen sind auch nicht angetreten, sie sind angetreten, aber sie haben es nicht verhindert, dass wieder Krieg und dass sogar wieder Genozide gestehen in der Welt. Dennoch haben wir damit überhaupt erstmal ein Konstrukt, in dem eine Utopie in Form gegossen worden ist und die natürlich handlungsfähiger ist als etwas, was nur in der Gedankenwelt verbleibt. Vielen Dank. Ambivalenz als Stichwort können wir nachher diskutieren und vielleicht auch die Frage eben, braucht es eine Verbindung von Utopie und Gegenwart, Stichwort konkrete Utopie, Prinzip Hoffnung, Bloch und so weiter, können wir alles vielleicht da nachher etwas vertiefen. Flavia Kleiner ist die Jüngste hier im Kreis, wenn ich das sagen darf. Sie hat sehr in jungen Jahren, ist sie politisch aktiv geworden, nach der Annahme einer etwas problematischen Initiative, dieser sogenannten Masseneinwanderungsinitiative, wurde diese Operation Libero von dir und anderen zusammen gegründet, auch um Widerstand zu leisten gegen diese ausländerfeindliche Politik, die da im Gange war. Ich erinnere mich, wir sind aus den Ferien zurückgekommen aus Italien und haben den ganzen Hauptbahnhof mit Plakaten vollgeklebt gesehen, mit so schwarzen Stiefeln, so eine Grafik, die an düstere Zeiten erinnerte. Und diese Initiative ist angenommen worden. Das war der Anfang, glaube ich, eures
politischen Engagements, wir kommen vielleicht nachher auch noch näher darauf zurück, war da für dich auch Utopie schon im Spiel oder was bedeutet für dich Utopie im politischen Engagement? Ja, guten Abend allerseits. Ich glaube, sagen zu können, dass ich ohne Utopie irgendwie nicht leben könnte. Ich könnte vielleicht vegetieren, aber ich würde mich bestimmt nicht, ich würde nicht handeln können. Und ich glaube, darum soll es mir in meinem Leben gehen, das habe ich entschieden. Und ja, ich glaube, das ist für mich die Bedeutung der Utopie. Und ich durfte jetzt schon eigentlich, Operation Libero ist das eine Beispiel, in sehr jungen Jahren erleben, dass eine Utopie auch wirklich Berge versetzen kann, dass es Energie auslösen kann, dass es Menschen begeistern kann, wenn man eben es schafft, seine Vorstellung einer Gesellschaft irgendwie plastisch zu machen, begreifbar für die Menschen und sie so bewegen kann, was uns in Abstimmungskämpfen gelungen ist. Aber ich glaube auch, mit Helvetia Ruf, das ist ein anderes Projekt, wo ich mich für mehr Frauen in der Politik einsetze. Das ist auch sowas in der Schweiz. Oh Gott, erst 1971 eingeführt, das Frauenstimmrecht, stets untervertreten in unseren politischen Ämtern. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass der Frauenanteil bei den letzten Wahlen 2019 von 32 auf 42% hochgesprungen ist. Und ich glaube, wie einfach die Vorstellung, die Kraft, die so eine Utopie eben haben kann, um auch scheinbar unverrückliche Realitäten wie eben die Dominanz der SVP oder die untervertretenen Frauen, das anzugehen. So, dafür ist es mir wichtig. Vielen Dank. Wollen wir vielleicht ein bisschen bei dieser Ambivalenz noch bleiben des Begriffs und auch versuchen herauszufinden, was macht es dann aus, dass eine Utopie diese positive Wirkung hat, die Sie alle drei jetzt erwähnt haben? Und wo liegt das Risiko und was macht es, Sie haben gesagt, Frau Bossong, es kann auch frustrieren, es kann auch Leute irgendwo fast missbrauchen. Was ist der Unterschied zwischen dieser positiven Wirkung der Utopie, auf was kommt es an, Jonas Lüscher, dass es diese positive Wirkung hat und wann schlägt das um in quasi Verrat, in Enttäuschung, in Frustration? Ja, in Ideologie schlägt es ja Verrat. In Ideologie, das ist, ja, glaube ich, das Gefährliche. Ja. Und wir sind natürlich so als Kinder des 20. Jahrhunderts alle irgendwie etwas utopiegeschädigt. Einige mehr, andere weniger, die irgendwie im kommunistischen oder realsozialistischen Ländern aufgewachsen sind, natürlich viel mehr. Ich erlebe das auch bei KollegInnen, die diese Biografien haben, dass die also Doris Grünbahn hat selber mal als neurotisches Verhältnis zur Utopie bezeichnet. Und ich habe mal Hertha Müller über Utopie sprechen hören oder ein Moderator hat sie gefragt, was sie von der Utopie hält und sie hat natürlich sofort von Krankheiten gesprochen und Ähnlichem. Das ist etwas, was man, glaube ich, beobachten kann, vor allem in Deutschland, was wir sehr wahrscheinlich auch an unserer ehemaligen Kanzlerin 16 Jahre lang intensiv beobachten konnten, dass man dann irgendwie lieber die Gegenwart verwaltet als eine Zukunft gestaltet. Das Problem ist schon, dass Utopien, wenn sie darauf ausgelegt sind, in gewisser Weise einen neuen Menschen zu erfinden, dazu natürlich tendieren können, ideologisch zu werden. Andererseits stand natürlich hinter vielen Denkern der Französischen Revolution schon auch die Idee eines neuen Menschen, nämlich eines Menschen, der sich eben als freier Bürger versteht und nicht mehr eingekesselt in irgendwelchen Ständegesellschaften. So. Das war ja auch eine Utopie, die tatsächlich auch verwirklicht wurde, die natürlich viele Jahre gedauert hat und vielen den Kopf gekostet hat. Das ist ein anderes Problem. Aber ich würde sagen, bei genauerer Betrachtung ist vielleicht das Problem des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt das von Utopien, sondern vielmehr das von Institutionen, die diese Utopien versucht haben durchzudrücken. Also wir müssen sehr wahrscheinlich gucken, wie diese Utopien
Also erstens, wie sie in Geschichte und Geschichten eingebettet werden, dass sie nicht so monomythisch daherkommen. Das ist immer, würde ich sagen, gefährlich. Und dann ist es halt schon die Frage, ob dann eben diese großen monomythischen Erzählungen wie der Nationalismus dahinter stehen und so. Und das muss man dann natürlich, da muss man sehr vorsichtig werden. Aber das ist oft eine Frage dessen, welche politischen Formen, welche politischen Verhältnisse und welche Institutionen dahinter stehen. Kann Literatur einen vor Ideologie schützen? Ich hatte immer den Eindruck, Frisch hatte so diese Idee, dass eben dieser Begriff von Wahrhaftigkeit und so über die Literatur vermittelt wird und dass das einem einen Schutz bieten kann vor Ideologie. Er nennt es auch in seiner Büchnerpreisrede als die herausragende Idee der Literatur, die Literaten, die politische Funktion der Literaten eigentlich die ist, Ideologien zu zerbrechen. So. Und das tut man natürlich, indem man durch das Erzählen als Literat das Individuum, den Einzelfall, die Geschichte des Einzelnen hervorhebt und dadurch sozusagen diese Erzählung von Massen, die Ideologie immer braucht, dass man die dann irgendwie torpediert. Nora Bossong, sehen Sie das auch so? Sehen Sie sich auch als Ideologie, was soll ich sagen, Prävention mit Ihrer literarischen Arbeit? Prävention, da muss ich immer an diese Tassen denken, die es bei mir in der Kindheit gab, nachdem mein Vater den Schlüsseldienst im Gefängnis hinter sich gelassen hatte und Drogenpolitiker wurde. Da stand immer drauf, keine Macht den Drogen. Und es gab dann so ein paar abgeänderte Tassen, da stand da keine Macht den Doofen drauf, weil mein Vater den Spruch selbst so blöd fand. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so eine Präventionsstelle, dafür bin ich eher ungeeignet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Literatur immer als Ideologieprävention funktioniert, denn wir haben natürlich auch Literatur, die der Ideologie das Wort geredet hat und durchaus unterstützt hat. Ich glaube, also ich würde eher die Unterscheidung machen, aber das ist jetzt, da rede ich jetzt wirklich auch eher als politische Bürgerin, denn als Schriftstellerin, dass für mich die Utopie, die durch eine Reform verwirklichbar ist, die viel liebere ist als jene, die Revolution braucht. Und ich blicke auch auf die Vordenker der Französischen Revolution wahrscheinlich etwas kritischer. Ich bin, wenn ich das in der Schweiz sagen darf, überhaupt nicht so ein großer Fan von Rousseau und sehe da auch bei den ersten Schritten, die diese Revolution gemacht hat, beispielsweise die Rolle der Frau nicht gerade unbedingt ganz weit vorne stehend. Also man hatte dann die allgemeinen Menschenrechte, sie galten dann auch für alle Männer. Und es brauchte dann erst noch Olympe de Gouges, um das noch mal ein bisschen abzuändern. Mit Charlotte Corday hatten dann die Revolutionäre einen wunderbaren Vorwand, um Frauen wieder komplett an den Herd zu verbannen. Sie sollten sich um die Kindererziehung kümmern und die kleinen Revolutionäre heranziehen. Also da bin ich, möchte nicht noch mal sagen, dass ich da ambivalent bin, aber auch da bin ich das. Das, was Literatur kann, ist neben dem Darstellen der Einzelschicksale, aber überhaupt erstmal einen Denkraum zu eröffnen. Und ich glaube, das ist es, worauf es ankommt. Denn dieser Denkraum, wie wir ihn auch nennen wollen, wollen wir ihn dystopisch, utopisch nennen, aber es ist überhaupt erstmal eine Zugriffsmöglichkeit auf etwas, was sich Zukunft nennt. Und ich glaube, diese Freiheit ist etwas, was Literatur dem allgemeinen Grundrauschen des gesellschaftlichen Diskurses mitgeben kann und darin auch wirklich die Freiheit, in diese oder jene Richtung zu denken und ihre Figuren in eine Zukunftsmöglichkeit hineinzubringen. Das halte ich für die wirkliche Stärke dessen, was das in Anführungszeichen utopische Literatur sein kann. Blauer, du darf ich gleich anschließen? Ja, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das hat ja auch Robert Musil, um noch einen weiteren Schriftsteller hier anzufügen, gesagt, mit seinem Möglichkeitssinn. Sag ja, wir sind ein bildungsbürgerliches Podium. Ja. Genau, aber dieser Möglichkeitssinn im Vergleich zum Wirklichkeitssinn, oder? Wo es eigentlich beim Möglichkeitssinn darum gehen soll, auch
zu stimulieren, was denn alles noch möglich sein könnte, dass es eben anders sein könnte. Und ich denke mir oft, dass das eigentlich diese, das ist, was es jetzt braucht, auch diese Richtnadel, die Thomas Sträßle erwähnt hat, oder der Mündigen, also wo geht es denn hin, wo könnte es hingehen? Und ich glaube, da, dass wir wieder mehr wagen und Innovation betreiben und eben auch rausgehen und ausprobieren, das ist halt die Chance dieses Möglichkeitssinns oder eben auch der Stimulation allgemein durch Literatur, dass man sich auch immer fragt, ja, wie könnte denn die Welt noch anders aussehen oder was könnte denn da noch kommen, und dass man dadurch eigentlich dieses Versuchen mehr einleitet. Und was ich aber auch noch sagen wollte im Anschluss an was Jonas Lischer gesagt hat, das beschäftigt mich ehrlich gesagt auch, diese Utopieangst, wenn ich es vielleicht so zusammenfassen kann. Also, dass man quasi aufgrund der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sehr technokratisch wurde, zum Beispiel auch in politischen Handeln. Oder das Stichwort UNO ist gefallen, aber ich würde eigentlich auch sagen, ich meine, die Europäische Union ist eigentlich eine wahr gewordene Utopie, muss man sagen, aus der Warte des 20. Jahrhunderts. Ist es? Wirklich? Ich sage es auch hier in diesem Land. Und gleichzeitig eben sehen wir es alle auch, es ist so technokratisch, so trocken, es macht keinen Spaß, da ist keine Emotion drin, und das vermissen die Menschen. Und ich finde, das ist schon ein, und würde mich jetzt auch gerade von euch beiden interessieren, wie ihr das einschätzt, wie Utopie oder eben wie es wieder auch mehr von dem, glaube ich, eben schon auch braucht, dass die Menschen sich irgendwie öffnen, eben wagen, irgendwie sich so in eine Zukunft hineindenken können, von der wir halt im Moment noch überhaupt nicht wissen, wie die aussieht. Und das hast du auch gut gesagt, finde ich, Jonas, eingangs. Also die Welt ist so schwierig, wenn man jetzt da drauf guckt und sich vorstellt, wie wird denn die Zukunft aussehen? Und trotzdem müssen wir jetzt handeln und ins Tun kommen. So, ich weiß nicht. Aber ist das nicht das Schicksal jeder wahrgewordenen Utopie, dass sie an Glanz verliert? Wenn du jetzt zu Recht sagst, die EU ist in einem gewissen Sinne eine wahrgewordene Utopie, europäische Staaten arbeiten so miteinander zusammen bei allem, was da nicht funktioniert. Aber muss das nicht immer so sein, dass Utopien, die sich quasi realisieren, dann wie auch verpuffen als Utopie, und dass das dann irgendwie ein etwas hartes Erwachen gibt? Muss das nicht so sein? Na, ich glaube, eine Utopie, die sich realisiert hat, ist erstmal kritisierbar. Und das macht sie natürlich angreifbar. Aber das ist ja der mutige Schritt, wenn sich etwas manifestiert. Und deswegen, es gibt den Unterschied zwischen den solchen institutionalisierten, realisierten Utopien, EU, Internationalen Strafgerichtshof würde ich noch als eine weitere hinzufügen, auf den jetzt ja auch immer wieder rekurriert wird. Und es ist schon, man kann sehr viel am Internationalen Strafgerichtshof kritisieren, aber aktuell ist es ein Mittel, um überhaupt auf diesen Krieg, der stattfindet, und die Kriegsverbrechen, die geschehen, zu reagieren. Und das ist überhaupt erstmal eine Möglichkeit, die das Trauma, die Trauer und den Schock, das Gefühl von Ohnmacht ein Stück weit zu überwinden, und sei es nur, indem man Indizien sammelt, dass man überhaupt wieder eine Richtung bekommt und damit auch wieder einen Zugriff auf die Zukunft. Ich halte sehr viel vom Internationalen Strafgerichtshof, trotz all seiner Mängel, und ich habe auch schon über seine Mängel geschrieben, ich will es nicht verherrlichen, aber überhaupt wieder handlungsfähig zu werden in einem Moment, in dem man beispielsweise vielleicht alles verloren hat, in dem man schreckliche Dinge erlebt hat, aber diese Geschichte erzählen zu können, und zwar einer Institution, die auch juristische Mittel hat und juristische Druckmittel hat. Das halte ich für absolut relevant. Es gibt Utopien, die sich auf ganz blutige Art und Weise realisiert haben. Die waren zum Teil auch technokratisch. Also wenn man sich die Zeit nach der Russischen Revolution anschaut, Antonio Gramsci hat sehr klar analysiert, dass das sehr technokratisch wurde, sehr bürokratisch wurde. Also das war nicht nur blutig, es war auch noch technokratisch, also doppelt problematisch. Aber ich glaube, das ist wieder das, was ich vorhin meinte. Für mich hört die Utopie auf, erstrebenswert zu sein, wenn sie nur durch eine Revolution
erzielt werden kann. Das ist meine persönliche Grenze. Aber braucht eine Utopie, die realisiert worden ist, nicht wieder eine neue Utopie, weil es eben, sagst, kritisierbar wird, auch irgendwie gewöhnlich wird? Utopien, die da sind, die ja verlieren dann eigentlich ihre Funktion als Utopie, oder? Stimmt das nicht? Ja, sie sind, glaube ich, auch per Definition eigentlich keine Utopien mehr in dem Moment, wo sie sich realisiert haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir Utopien brauchen, dann ist es natürlich selbstverständlich so, dass wir immer neue brauchen, wenn sich welche realisiert haben. Aber ich glaube eben gerade auch im Beispiel der EU, was ich komplett unterschreiben würde, also es ist tatsächlich eine dieser Utopien, die sich zumindest irgendwie erfüllt haben, sieht man eben auch, dass Utopien, die sich mal erfüllt haben, trotzdem ja bedroht sein können und dass wir für den Erhalt kämpfen müssen. Ich habe jetzt gerade heute in der Süddeutschen einen Artikel gelesen über die frühe Schwulenbewegung in Deutschland. Und wenn man das vergleicht irgendwie mit dem, was heute möglich ist und wie ein schwules Leben möglich ist mit Heirat und so, muss man sagen, da ist sehr wahrscheinlich für die Leute, die damals darüber nachgedacht haben, da ging es um irgendeine Demonstration, glaube ich, in Hannover, wo das erste Mal in Deutschland 200 Leute sich auf die Straße getraut haben und überhaupt öffentlich gesagt haben, dass sie schwul sind, muss das, was heute möglich ist, praktisch eine Utopie sein. Andererseits ist das natürlich etwas, was komplett bedroht ist, dass wir gerade in anderen Ländern sehen, die nicht weit weg sind, dass das Errungenschaften sind, die wir erreicht haben, die ständig bedroht sind. Das heißt, man kann sich schon nicht darauf verlassen, dass wenn eine Utopie sich in irgendeiner Weise mal so erfüllt hat, dass das dann bleibt, sondern das muss. Ich glaube, wir brauchen eine ständige Aufmerksamkeit, dass das, was wir erreicht haben, dass wir es auch verteidigen. Willst du noch reagieren darauf? Ja. Bitte? Ich finde, genau, also nur das fand ich auch sehr wichtig noch, Jonas Lüscher, diese Zuneigung, die eine Utopie auch braucht und irgendwie diese ständige Erneuerung, diese Aufmerksamkeit. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr wichtig ist und dass man deshalb, so abstrakt sie sein mögen, auch immer wieder sie beschreiben sollen darf. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, weil du hast das vorhin erwähnt, Markus, mit Ernst Bloch und der konkreten Utopie. Und was ich in dem Zusammenhang halt sehr spannend finde, ist tatsächlich eben, was passiert, wenn eine Utopie konkret wird. Und ich finde, er erwähnt ja da in seinem Werk der Prinzip Hoffnung, das Prinzip Hoffnung auch, diesen Begriff des militanten Optimismus. Und ich finde eben, das eine ist ja die Utopie als Ding sozusagen, also diese Vorstellung, dieses Bild vielleicht. Aber für mich ist halt auch diese Energie, die mit einer Utopie verbunden ist, die Kraft, die so eine Utopie geben kann, das ist für mich auch sehr entscheidend für eine Utopie. Und ich glaube eben, dieser militante Optimismus, dieser manchmal der fette Satz, das bunte Bild, irgendwie so dieses, die Energie geht nach vorne, das finde ich so wichtig, glaube ich, für die Veränderung einer Gesellschaft, dass man eben ins Handeln kommt und das, ja. Da bist ja, aber das du ist ja ein gutes Beispiel. Vielleicht wirklich der Unterschied zwischen eben Aktivismus und Schreiben. Ja. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass das als Aktivisten eure Aufgabe ist. Ich habe eigentlich aber den Eindruck, dass unsere Aufgabe als Schreibende eher das ist, zu zweifeln. So. Weil der Zweifel natürlich eigentlich das beste Mittel ist, damit etwas nicht in die Utopie abrutscht. So. Also in die Ideologie danke, ja. Abrutscht. Ja. Weil die Ideologie natürlich gar keinen Zweifel mehr zulässt. So. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und der Unterschied liegt sehr wahrscheinlich in der Sprachbehandlung. Weil wir zweifeln immer an der Sprache. Oder zumindest, ich rede jetzt besser von mir als Schreibender, ich zweifle ständig an der Sprache, ich zweifle an meinem Vokabular, an meiner Sprachverwendung, ich zweifle an den Möglichkeiten, die die Sprache mir bietet. Ich muss immer Neues ausprobieren. So. Und ich will immer, dass der Zweifel an der Sprache in meinem Schreiben seinen Ausdruck findet. Und dass ich ambivalent bleibe und ich will keine Punkte machen, sondern das soll alles irgendwie eine Offenheit haben.
Während wenn ich aktivistisch tätig bin, was ich auch schon versucht habe, da muss ich halt eben plötzlich Flugblätter schreiben. Und da sollte dann der Zweifel nicht mehr so deutlich sein. So. Ja, da braucht es bestimmt Entschlossenheit. Darf ich vorschlagen, dass wir uns noch ein bisschen diesen beiden Herren zuwenden, die hier so ein bisschen hier aus der Zeit gefallen, Pfeife rauchend, über uns thronen. Mich würde schon auch noch interessieren, was hat eigentlich den Helmut Schmidt, von dem wir gehört haben, dass er sehr beleidigt war, an diesem Geburtstag von Grass nicht dabei zu sein, was hat den eigentlich interessiert an diesem Max Frisch, der da über Utopie schreibt und die Utopie auch anmahnt und so. Was hat eigentlich diesen Realpolitiker Schmidt, was hat den eigentlich interessiert an Max Frisch? Und andersherum vielleicht noch gefragt, gibt es das heute auch noch? Also meine Frage an unsere beiden Schriftstellerinnen hier, hat der Olaf Scholz, als er da seine Zeitenwende irgendwo realisiert hat, so wie Schmidt 1977 in dieser schweren Stunde des deutschen Herbstes Schriftsteller um sich geschart und mit ihnen darüber diskutiert, wie man das jetzt auffassen muss? Waren Sie dabei in diesem Kanzlerbungalow, der zwar in Bonn ist, aber vielleicht gibt es sowas auch in Berlin? Machen heutige Politikerinnen das noch? Ist Frau Merkel irgendwann mit Ihnen zusammengekommen? Lesen die eigentlich? Oder wie ist das heute? Es ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich meine, du sagst gerade neben Scholz auf dem Kirchentagspodium, habe ich ein Foto gesehen. Es gibt welche, die es tun, aber ich bezweifle gerade, dass Herr Scholz ein großer Literaturleser ist, wobei vielleicht tue ich ihm Unrecht, da weiß ich auch zu wenig. Er hat das aber, glaube ich, nicht getan, aber es gibt es schon. Also Martin Schulz hat im Wahlkampf, als er in München vorbeikam, ein Abendessen mit ein paar Kunstschaffenden und Autoren organisiert, bei dem ich zum Beispiel eingeladen war, wo man mal so einen Abend lang, wo er tatsächlich so ein bisschen zugehört hat. Als wir dann angefangen haben, die Sprache seines Wahlkampfprogramms zu kritisieren und vorgeschlagen haben, wir würden uns gerne mal hinsetzen und da vielleicht ein bisschen dran arbeiten, war die Begeisterung sehr begrenzt. Ich weiß, dass unser Bundespräsident Steinmeier jemand ist, der immer gerne mal auf seine Reisen schon als Außenminister Autoren mitnimmt und der offenbar tatsächlich irgendwie in Büchern glaubt, dass er etwas über die Welt erfährt, weil er, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung beschreiben, weil er eine Silicon Valley-Reise machen wollte und offenbar tatsächlich als Vorbereitung Kraft von mir gelesen hat, was im Silicon Valley spielt teilweise, und sich dann tatsächlich mit mir treffen wollte und also wirklich mit mir eine Stunde über Silicon Valley geredet hat. So. Hat es nicht stattgefunden? Doch, das hat stattgefunden. Ja. Okay. Also das gibt es offenbar schon. Ist der Einfluss der Schriftsteller, früher war der größer, alle diese Namen, die man da liest, eben von Grass über Frisch und Lenz und wie waren die alle, die waren da. Gibt es das heute auch noch? Habt ihr Einfluss auf die Politik? Also ich finde, der Einfluss von Schriftstellern auf die deutsche Politik ist derzeit größer denn je, denn immerhin haben wir einen Vizekanzler, der Schriftsteller war und weiterhin ist im Rahmen der Sachbuchliteratur. Und ich glaube, bei ihm sieht man sehr stark, dass dieser Hintergrund ihn mit einer Sprache ausstattet und einer Sprache ermächtigt, die Zweifel zulässt. Genau, die dem Zweifel baumlässt. Die Zweifel zulässt und die Zweifel formulieren kann. Und die Zweifel so formulieren kann, dass Wählerinnen und Wähler mitgenommen werden, dass ein ganz großes Defizit an politischer Kommunikation, die ja immer mehr in wirklich abgehangenen, abgesicherten, von vorne und hinten abgesicherten Sätzen verkümmerte, plötzlich aufbricht und transparent wird auf eine Art, die in keiner Weise geschwätzig ist oder irgendwas ausplaudert, was wirklich eher hinter verschlossenen Türen erstmal reifen muss. Und aber ist er nicht einer der wenigen Sprachmächtigen in dieser Regierung? Ja, aber ich meine, einen so sprachmächtigen Menschen als Vizekanzler zu haben, der hier gerade ja, muss man schon sagen, die Zeitenwende mehr oder weniger im Alleingang umsetzt, während es jemand anders verkündet hat,
Ich würde sagen, die Literatur hat aktuell einen sehr großen Spielraum und auch Gestaltungsraum auf dem politischen Parkett. Und Olaf Scholz, ich saß letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche mit ihm auf dem Podium. Das war tatsächlich auch ein Wunsch aus dem Kanzleramt, dass ich da mit auf der Bühne sitze. Vielleicht war ich auch einfach die einzige Frau, die man auf dem Katholikentag gefunden hat. Und dann fiel die Wahl auf mich, das mag auch sein. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass so schwierig das ist, aber dass in so einer auch Podiumsdiskussion, wo vor annähernd mehr Leuten als hier sitzen, es waren glaube ich so 1000 Leute da, dass er schon zugehört hat und dass die Einwände, die ich ihm entgegengebracht habe, schon ankamen. Inwieweit sie jetzt seine Politik verändern, das weiß ich nicht zu sagen. Aber zumindest gab es tatsächlich ein Gespräch. Und ich glaube nicht, dass es generell ein Desinteresse gibt. Ich hatte das bei der, ich bin ja hier sozusagen schon das Inventar dieser Ausstellung, ich war schon bei der Ausstellungseröffnung in Hamburg dabei und sprach mit dem SPD-Politiker Carsten Broster darüber. Er griff eigentlich immer die Politik an, ich griff immer die Kulturschaffenden an und sagte, naja, das Problem ist aber auch, dass sich viele Kulturschaffende einfach nicht mehr für Politik interessieren oder auf so eine sehr, sehr oberflächliche Art und Weise. Und was will man denn jemanden fragen, der eigentlich von Realpolitik oder von, meinetwegen noch nicht mal Realpolitik, aber von Tagespolitik keine Ahnung hat und sich dafür auch nicht interessiert? Absolut. Also darf ich nur kurz anschließen, weil manchmal frage ich mich, ob es nicht leider zu oft dabei bleibt, dass irgendwie beide, ich nenne es jetzt mal Gruppen, also die Politikerinnen und Politiker und die Künstlerinnen und Künstler in ihren Elfenbeintürmen bleiben und einfach so mit dem Finger aus dem Fenster zeigen, ja, ihr, oder ob da wirklich dieser Dialog stattfindet. Oder mich würde vielleicht auch interessieren, wenn ich die Frage stellen darf, so auf welche Wirkung würdet ihr denn gerne abzielen? Ja, ich finde die Situation eigentlich im Moment auch nicht so schlecht. Nicht, weil ich so optimistisch wäre, was tatsächlich im Moment die Rolle der Literatur betrifft. Aber ich finde es zum einen mal gut, dass es natürlich solche Gestalten wie Max Frisch und Grass und so, das ist, und Böll, dass es die auch nicht mehr gibt. Das ist ja irgendwie auch richtig. Also ich möchte auch gar nicht unbedingt diesen komischen, fast sakrosanken Charakter da sein, der dann irgendwie mit der Pfeife im Mund Wahrheiten ausspricht. So, das ist ja, das würde nicht mehr in unsere Zeit passen. So, und da bin ich ja eigentlich froh drüber. Andererseits sehe ich, dass es ein Interesse dran gibt, auch auf Seite Presse an Autorinnen und Autoren, die sich in Essays äußern. So, das heißt in der Regel, wenn ich zu etwas was zu sagen habe und ein Essay schreiben will, kriege ich den in guten Zeitungen unter. Allerdings nur unter der Maßgabe, dass ich es irgendwie sofort liefere, weil jedes Thema ist, wenn es 3 Tage alt ist, ist es leider durch und ich in der Regel nicht länger als 4000 Zeichen. So, also über 1500 ist eigentlich schon schwierig. Aber das Problem ist eher, dass nicht so gerne Artikel gesehen werden, in dem eben zu viel gezweifelt wird. Also die Presse wartet dann schon auch drauf, dass man irgendwie auf die Pauke haut. So. Also länger warten, sich Zeit lassen, drüber nachdenken und dann Artikel schreiben, in denen es vor allem um das Zweifeln geht. Das ist sozusagen das Problem. Ja. So, Mediengesellschaft ist auch für euch. Ist schwierig, aber es gibt trotzdem sowas wie ein Interesse an dem, was wir zu sagen haben. Also so ist man mir auch begegnet, als ich irgendwie überhaupt so auf der literarischen Bühne aufgetaucht bin, so, wo sehr schnell irgendein Redakteur kam und gesagt hat, willst du nicht mal ein Essay schreiben oder so. Das finde ich eigentlich ist eine ganz gute Lage so. Also es ist nicht per se so, dass man man hört natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja, was sollen sich denn Schriftstellern zu Politik äußern? Die haben doch gar keine Ahnung davon. Das ist ja ein ganz fremdes Geschäft für die. Stimmt aber das nicht? Oder woher nimmt man als Schriftsteller die Kompetenz? Also ich glaube erstens, dass ein Haufen Schriftsteller diese Kompetenz nicht haben. Das ist sicher so. Aber es gibt dann doch sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich
grundsätzlich viele Gedanken über die Welt machen, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen, die recherchieren, die sich schon in anderen Zusammenhängen mit Politik beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, bei dir so, das ist bei mir so. Das war hier, als ich an der ETH noch war und Philosophie studiert habe, dass ich da schon politisch gearbeitet habe in der Wissenschaft. So. Also wir sind in der Regel ja doch Leute, die viel über die Welt nachdenken und die eine bestimmte Sprache zur Verfügung haben und die eben, und das ist vielleicht der größte Vorteil oder das, was, wenn das alles zusammenkommt, es gelingen kann, ist, wenn dann eben dieser Zweifel an der Sprache noch da ist. So. Ist das ein neues Phänomen, das man jetzt beobachtet, dass es quasi wie unterschiedliche intellektuellen Gruppen gibt, die sich aktuell, was jetzt Ukraine-Konflikt anbelangt, äußern und die sich widersprechen? Früher hatte man doch eher den Eindruck, das war so etwas einheitlich, nicht wahr? Also Bölls und Böll, Frisch, Lenz und alle so, der Grass, die haben so in eine gleiche Richtung argumentiert. Und jetzt gibt es die Frau Schwarzer mit ihrer Gruppe und der Herr Füchs mit seiner Gruppe. Ich habe mich auch gefragt, wo hätte Frisch eigentlich unterschrieben jetzt, oder hätte er überhaupt unterschrieben bei diesen Einlassungen, die wir da lesen können. Nora Bosson, wie beurteilen Sie das? Also ich glaube, so einheitlich war das ja auch nie, wenn man sich beispielsweise allein Paul Celan und die Gruppe 47 anschaut, da hat es ja auch ziemlich geknatscht. Das war nicht alles eine homogene Gruppe, die hinter einem offenen Brief stand. Ich schätze mal, dass Max Frisch, ich kann es jetzt nicht ganz genau einschätzen, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass er dann selbst einen Brief geschrieben hätte, dass er sich schon ernst genug genommen hätte und sagt, also hier jetzt als 28. Ja, ja. Irgendwo zu unterschreiben, war ein bisschen zu blöd. Ich glaube, dieser Widerspruch, den erlebe ich eigentlich, auch wenn ich einem der Briefe gar nicht zustimme mit meiner eigenen Überzeugung, aber ich halte den Widerspruch für absolut notwendig für eine gesunde öffentliche Debatte und mir also hat er eher häufiger gefehlt, als dass ich das jetzt beklagen würde. Und wie gesagt, um es so zu sagen, ich bin nicht auf der Seite von Alice Schwarzer und ihrem offenen Brief. Ich glaube auch, dass man, wenn man die pazifistische Position vertreten will, das auch glücklicher hätte formulieren können, das nochmal nebenbei. Aber dennoch bin ich froh um diese Position, obwohl ich sie nicht teile, weil eine Gesellschaft, in der diese Position gar nicht mehr verbalisiert wird, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja, ich komme ein bisschen noch auf die politischen Projekte. Flavia, ich habe es eingangs schon gesagt, ihr wurdet politisiert im Nachgang zu einer Volksabstimmung, die nicht gut herausgekommen ist. Und dann hat aber die Politik, die offizielle Politik aus dieser Verfassungsbestimmung einigermaßen was Nettes gemacht und dann wurde noch einmal nachgelegt von der mehrfach schon erwähnten populistischen Partei und die hat eine neue Initiative gestartet und für die schweizerischen Verhältnisse nicht so kennen, in der schweizerischen politischen Diskussion hat man eigentlich diese Abstimmung verloren gegeben. Man war der Meinung, diese sogenannte Durchsetzungsinitiative, es ging darum, um die Ausweisung von Ausländerinnen und Ausländern, die sich strafbar gemacht haben, diese Ausweisung sollte unter Missachtung von Verhältnismäßigkeitsprinzip und allen anderen rechtsstaatlichen Prinzipien durchgesetzt werden, Durchsetzungsinitiative. Und die hat in Umfragen 66% Zustimmung und eigentlich die offizielle Politik hat das eigentlich wie verloren gegeben. Und dann habt ihr jungen Aktivistinnen da das Zepter ergriffen und habt da was hat euch da angespornt, was hat euch Mut gemacht, das überhaupt zu realisieren dann? Wie war das? Ich glaube, für uns war es wirklich schon diese Vorstellung, in so einem Land zu leben. Das wollten wir einfach nicht. Es war eher so eine Wut auch ein Stück weit, die das zurückgewiesen hat. Und
ja, die dann auch, ich weiß nicht, wir haben dann irgendwann gar nicht mehr so geguckt, was die anderen machen, sondern einfach so waren auf unserem Dampfer und haben auch so ein bisschen die Realität ausgeblendet, ein Stück weit. Eben, ich sage jetzt so Worte, wo es wahrscheinlich, wo wir uns an die Grenzen begeben, aber wir haben schon auch wirklich gemerkt, um eben diese Kraft zu haben, das durchzuziehen, ohne Geld, dass wir zu Beginn wirklich, also das, wir sind via Crowdfunding, haben wir das Geld dann gesammelt, aber ja, das brauchte schon so irgendwas wahrscheinlich so Utopisches. Das war uns damals nicht so bewusst, würde ich sagen, aber ich sehe im Nachhinein schon eben diese, wie ich es eingangs erwähnt habe, diese Kraft, die so dann, so dieser Sog, der so entstehen kann. Und dann habt ihr gewonnen. Ja. Und dann, wie war das? Ja, schon sehr schön. Wir fühlten uns natürlich schon... Stark. Ja, also es war, glaube ich, mehr eben, dass dieses, und das auch für wieder Menschen, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind wie ich, aber die, ich meine, ich bin, mein Jahrgang ist 90, würde ich sagen, und 1992 begann eigentlich mit dem EWR-Nein, dieser Aufstieg der SVP. Ich kannte eigentlich keine andere Schweiz als die, wo diese Partei unglaublich mächtig ist und wortführend und eben nicht nur stark vertreten, sondern eigentlich diesen Diskurs einfach sehr stark bestimmt hat. Und ich glaube, da irgendwie so eine Trendwende einzuleiten, dass dieses Unvorstellbare passiert, dass sie auf so einem Thema, bei dem sie eigentlich gewinnen muss, wie Kriminelle, Ausländer und so weiter, das hatte schon was sehr Lustvolles, finde ich, ja. Ja. Und ist die Beobachtung falsch, dass aber seither so ein großer Bang nicht mehr gelungen ist? Ja, es ist, also es gab auf vielen Ebenen, es ist halt unglaublich, man setzt dann auch in der Öffentlichkeit so einen Maßstab, oder? Alle erwarten dann, dass man auch wieder solche Berge versetzt und dabei... Eben ist das gar nicht so leicht vielleicht. Und ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit der Menschen, da sind wir wieder bei der Mediengesellschaft und so weiter, aber auch eben, wie viel kann man den Leuten auch zumuten? Ich hatte auch das Gefühl, und das hat mich auch immer gestört in der SVP, aber sie arbeitet halt ganz stark mit diesem öffentlichen, emotionalen Potenzial der Menschen und kocht eigentlich die ganze Zeit immer auf 100 Grad. Das war über viele Jahre so und es war dann ganz schwierig, das zu durchbrechen irgendwie und die Leute noch zu berühren mit Anliegen und zu sagen, nein, wir könnten das anders sehen und das könnte anders sein. Und ich glaube, das war dann, da war man so ein bisschen dann auch trotzdem erschöpft, dass dann das Gegenteil irgendwie bewiesen war, so. Hattet ihr Unterstützung aus dem Kulturbereich? Literaten, Schriftstellerinnen, waren die auch? Ja, immer wieder. Also da, ich habe auch Jonas Lüscher als sehr engagierten eben Bürger, sage ich jetzt einfach mal, wahrgenommen. Und ich doch denke schon, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Natürlich dieses Engagement und für mich war dann eben auch immer die Frage oder eben vielleicht auch sehr klar eigentlich, dass die nämlich in erster Linie als Bürgerin und Bürger war, nicht so sehr vielleicht als Künstlerin und Künstler. Aber wo ich schon sagen möchte vielleicht, und da wäre ich gespannt, ob ihr das annehmen könnt als Kompliment, aber ich glaube, für mich sind Künstlerinnen und Künstler und Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor allen Dingen so was wie... Soldaten der Empathie. Also ich habe so das Gefühl, eine Form von, ja, das Wort natürlich Soldaten. Ich dachte, aber das wäre die Heilsarmee. Die nein, ja, die gibt es auch noch. Nein, aber ich meine sowas wie, ich glaube, ihr öffnet etwas in den Menschen und ich glaube eben, Empathie ist eine unglaublich wichtige Voraussetzung für ein Leben, Zusammenleben in einer Demokratie. Und ich glaube, das kann stark stimuliert werden, durch gerade die Literatur. Es gibt ja auch die umgekehrte Argumentation. Frisch hat in seiner Rede, glaube ich, am Parteitag da 6 oder 77 auch darauf hingewiesen, das Zeitalter der Angst, eigentlich, dass man mit Angst argumentiert. Und wir haben es auch einleitend ein bisschen schon erwähnt. Ist das im Moment auch ein Problem, dass wir Utopien formulieren, aber aus Angst heraus? Also ich denke an die Klimadiskussion, oder? Da wird uns gesagt, wenn ihr jetzt nicht handelt, dann passiert das Schlimmes und das Schlimmes. Und es stimmt ja auch.
Stimmt ja auch, ist ja wahr. Aber das ist dann nicht so dieses Auftun und Empathie und wir haben Ideen und Gestalten, sondern es geht darum, quasi Schlimmes zu verhüten. Und da frage ich mich, ist das eigentlich die Zeit, in der wir jetzt wieder drin leben, das Zeitalter der Angst? Na gut, es gibt einige wirklich verheerende Katastrophenmöglichkeiten, auf die wir zusteuern. Und das ist Angst oder zumindest Sorge ist da eine, finde ich, in keiner Weise pathologische Reaktion darauf. Das, was die Klimabewegung, also jedenfalls die, die nicht radikalisiert sind, erzählt, ist ja keine Dystopie. Es ist auch, also Utopie, Dystopie, es ist beides nicht, sondern es sind Fakten. Das sind einfach Fakten, das ist Realität. Und ich glaube, das, was, wenn man jetzt wieder schaut, was könnte eigentlich Literatur? Literatur kann Utopie schaffen und das bedeutet, dass sie ein weiteres Gut, was sie mitbringt, nämlich Imaginationskraft, die uns gesellschaftlich, glaube ich, manchmal ein bisschen abhanden gekommen ist. Früher war nicht alles besser. Ich weiß auch nicht, ob es früher so viel mehr gesellschaftliche Imaginationskraft gab, aber mir fehlt sie manchmal. Und das eine, auf was wir blicken, wenn wir uns der Zukunft zuwenden, die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, da sind sehr viele rote Lichter, die wirklich auf schrillem Alarm sich drehen. Das nicht unter den Teppich zu kehren, ist Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe von der gesamten Gesellschaft, Zivilgesellschaft und so weiter. Das, was die Imaginationskraft leisten könnte, wäre eine positive Utopie daraus zu stricken. Denn die Reaktionen darauf können ja auch nicht nur, man kann sie Verzicht nennen, man kann sie Freiheitsverlust nennen, man kann Ökodiktatur schreien. Man kann es aber auch in einem Imaginationsraum auffangen, in dem sehr viele gute Wendungen hin zu mehr Freiheit, weniger Diktatur, mehr Demokratie zusammengehen mit einer klimagerechten Wende in unserer Art und Weise, wie wir leben und wie wir produzieren und wie wir uns fortbewegen. Und da, ich glaube, das muss noch nicht mal, es kann sehr leicht dann auch in Kitsch umklappen, wenn, wie Bernd Ulrich, Zeitherausgeber, das mal forderte, man das jetzt nun so 1:1 ausbuchstabieren solle in so einem Klimaroman oder was auch immer. Aber tatsächlich Werte auch mal, den Fokus auf andere Werte zu lenken, Werte umzubenennen, Werte umzuklassifizieren, Güter umzuklassifizieren, das ist schon etwas, was Literatur und in der Literatur ihre Figuren können und eigentlich auch stetig tun. Und ich glaube, es ist nicht nur die Empathie, sondern genau diese Bildlichkeit, die Literatur mitbringt, die da eine wichtige Rolle spielt. Ja. Es ist halt, das Problem ist doch, dass wir letzten Endes, obschon ich so der Utopie das Wort geredet haben und dabei auch bleiben möchte, aber es ist ja schon so, dass wir ein Utopiedefizit haben und das liegt ja schon, also zum einen daran, dass die Dystopie gerade so nahe liegt und auch wir alle guten Gründe haben für die Dystopie. Aber das Problem ist ja schon, dass dieses immer Žižek zugeschriebene Zitat des wir können uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen, dass das ja leider schon stimmt. Und das Problem ist halt, und das hat ja auch Frisch in seiner Rede über die Aufklärung, an deren Ende das goldene Kalb steht, schon klar gemacht, dass wir ja gar keine Ideen haben, wie es anders gehen könnte und ich einfach immer mehr und mehr daran zweifle, dass wir diese großen Probleme, allen voran die Klimakrise, in einem kapitalistischen System überhaupt in den Griff kriegen können. Daran, glaube ich, besteht sehr, sehr berechtigter Zweifel. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich ein Problem, dass wir, und das zeigt sich auch in der Diskussion hier, uns wahnsinnig gerne in Utopien, ich sage mal, mittlerer Reichweite bewegen, die aber letzten Endes eben irgendwie aktivistische Programme oder aktivistische Prozesse sind, die auch wichtig sind. Aber was uns tatsächlich fehlt,
sind größere Utopien. So. Und über die sind wir kaum bereit zu reden, aber ich fürchte, wir brauchen sie, weil ich glaube, in unserer durchfinanzialisierten Welt wird es sonst schiefgehen mit der Klimakrise. Von wem kommen diese Utopien? Kommen die von euch, den Schriftstellern, oder kommen die von den Politikern, oder von wem kommen die? Also unter den Politikern haben, glaube ich, im Moment weniger eine Vorstellung, aber natürlich auch unter Schriftstellern, weil es eben tatsächlich so ist. Wir sind so gefangen in dieser einzigen vorherrschenden Gesellschaftstheorie, nenne ich es jetzt mal, des Kapitalismus oder Gesellschaftsfunktionalität des Kapitalismus, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, wie es anders aussehen könnte. Naja, dabei und sehen weil wir doch nur noch eine noch. Wir sehen doch gerade im Moment, dass es natürlich, es gibt ja einen ganz engen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und unserer Gesellschaft, die nur funktioniert aufgrund Rohstoffen, von Öl- und Gasabhängigkeit. Und es zeigt sich doch gerade jetzt in dem Ukraine-Konflikt, dass wir da gar nicht mehr rauskommen, dass aber irgendwie eine gute Weltordnung unter diesen Bedingungen nicht möglich ist, weil wir jetzt anfangen, wieder irgendwie mit den Saudis zu reden und Prinz Salman plötzlich wieder hofiert wird und so. Das heißt, wir müssen doch irgendwie viel grundsätzlicher anfangen nachzudenken. Ja, also, oder was ich glaube, ein weiterer Punkt ist ja auch das krachende Scheitern des Sozialismus, wie er sich realisiert hat. Und um jetzt mal den Kapitalismus auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ich glaube, das, was wir aktuell erleben, ist ein hochgradig dysfunktionaler Kapitalismus. Und tatsächlich glaube ich, dass die schöpferische Kraft des Kapitalismus nicht zu unterschätzen ist. Dass die Frage, wie wir in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft, und das ist tatsächlich noch die große Lehre, wie sie denn aussehen sollte, sollte es so ein Neosozialismus werden, also da bin ich aber dann auf der Barrikade, um für den Kapitalismus zu kämpfen. Das ist ja unvorstellbar. Und ich bin jetzt wieder die mehr für die Reformen spricht, es gibt so eklatante Mängel an dem Kapitalismus, den wir haben, dass ich für die Reform oder für das Aufheben dieser eklatanten Mängel wäre. Also ein klassischer Ordoliberalismus beispielsweise würde dafür plädieren, dass Walter Eucken, wer den Nutzen hat, muss auch für den Schaden aufkommen. Das heißt, was weiß ich, Atomstrom wäre nie so billig gewesen, weil jene, die mit Atomstrom Geld machen, müssten genau diese ganzen Kollateralschäden, Endlagerung und so weiter mitbezahlen. Das Gleiche gilt für Gas. Gas ist noch ein relativ kleines Problem, wenn wir die Ressourcenknappheit in anderen Punkten mitbedenken. Ja, wir noch aber weiter. Was machen wir denn mit dem systemischen Problem, dass im Kapitalismus leider die an diesen Dingen wahnsinnig viel Geld verdienen, wahnsinnig viel Macht haben und deswegen werden sich diese Dinge nicht ändern. Naja, das ist ein systemischer Widerspruch, den wir mal angehen müssen. Also ich habe ein bisschen die Sorge, je länger wir diskutieren, desto mehr entfernen wir uns von der Utopie und werden etwas dystopisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Max Frisch, wenn ich nur zwei Zitate, die mir gefallen haben, die ich rausgeschrieben habe, hat dazu gesagt, eben wenn er die Gesellschaftsordnung beschreibt, wie du das gerade gemacht hast, Jonas Lüscher, meinte er die Apokalypse durch sogenannte Sachzwänge. Und das ist ja ziemlich auf den Punkt gebracht, glaube ich, was du meinst, oder? Ja. Wir haben von Thomas Stressler gehört, was Frisch auch gesagt hat zur Frage Atomkrieg etc. Und das war ja auch nicht unbedingt sehr hoffnungsvoll. War Frisch eigentlich ein hoffnungsvoller Mensch, was die Zukunft anbelangt? Und sind wir es irgendwie auch? Also wenn ich Jonas Lüscher richtig verstehe, dann ist es nicht so ganz sicher, ob es gut rauskommt. Wie steht ihr dazu? Was macht uns eigentlich noch Hoffnung? Habt ihr da, ist der Onkel mit seinem neoliberalen Kapitalismus am Schluss dann doch auch eine Hoffnung, aber der wird irgendwie nicht realisiert? Also, was macht uns eigentlich Hoffnung? Habt ihr Hoffnung? Ja, also ich meine, Frisch hat ja gesagt, Enttäuschung über den Lauf der Welt ist eins, der Widerruf der Hoffnung wäre etwas anderes. Das würde ich natürlich unterschreiben.
Ich habe immer das Gefühl, ich brauche schon eine Art von Restoptimismus. Und woher nimmst du den? Ich glaube tatsächlich, und das ist natürlich eine entsetzlich kitschige Antwort, aber irgendwo so aus der persönlichen Begegnung, aus den Freundschaften, aus den Verbündeten, die man findet. Und dann natürlich auch ein Festhalten an tatsächlichen Fortschritten. Also wir haben ja auch viel Gutes erreicht. Das ist ja tatsächlich, glaube ich, das, worauf du vielleicht auch mit deinem Votum hinaus wolltest, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber es ist ja schon irgendwo, also die Option ist, glaube ich, schon, sich diesen Restoptimismus zusammenzukratzen täglich oder zu verstummen. So. Aber es ist anstrengend, offensichtlich, den Restoptimismus zu behalten. Nora Possung, was gibt uns Hoffnung? Ja, ich glaube, der Handlungsoptimismus, um nochmal Gramsci zu zitieren, Optimist im Willen, Pessimist des Verstandes, also Pessimismus des Verstandes. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Wir sehen all das, das stimmt uns pessimistisch, aber unser Wille zu handeln behält uns ein Optimismus, stimmt uns optimistisch und gibt aber auch gleichzeitig, ist der Optimismus eigentlich das Fernziel, was uns überhaupt handeln lässt. Und ich glaube, diese Kippfigur, die beides einschließt, ist das Entscheidende oder ist das, was zumindest für mich in meinem Leben handhabbar ist, ohne verlogen zu wirken. Flavia. Ja, ich finde auch im Bevorstehen, in dieser Transformation, die uns als Gesellschaft bevorsteht, finde ich so schön, was auch nochmal Ernst Bloch gesagt hat, worin er eben Kunst und Musik, wo er ein bisschen die Rolle aussieht, und er meinte, es zeige einen Vorschein auf eine bessere Welt und die Bloch auch als Heimat bezeichnet. Und eben, ich glaube, das fand ich so schön, was du gerade gesagt hast, Jonas Lüscher, dass aus diesem Zwischenmenschlichen, aus dieser Wärme, ich glaube, ein Gefühl von Geborgenheit entstehen kann. Und ich meine Hoffnung wäre auch, dass ich nicht nur aus dem Kraft schöpfe, sondern dass wir es eben auch schaffen, das auf eine höhere gesellschaftliche Ebene zu übertragen, weg von dieser Vereinzelung, dieser Einsamkeit, die viele Menschen, glaube ich, empfinden, hin zu eben dem, was Bloch so schön beschrieben hat. Und ich zitiere ihn einfach noch, weil es mir so gefällt, dieses Zitat. Ja. Und zwar, es geht um den Umbau der Welt zur Heimat. Ein Ort, der allen in der Kindheit erscheint und worin noch niemand war. Schön, also das ist die Hoffnung, die eine 1990 geborene Aktivistin schöpft aus Ernst Bloch. Ja, meine konkrete Utopie. Genau, das ist doch auch schön. Es wurde am Schluss fast ein bisschen biederweierlich, muss ich sagen, habe ich den Eindruck. Aber wir konnten ja nicht alles. Nicht wahr? Warum biederweierlich? Dieses Kleine und im Kleinen und so, die Hoffnung. Nein. Ich habe gesagt, die Hoffnung in der Freundschaft. Okay. Und die Freundschaft würde ich also nicht als biedermeierlich bezeichnen. Ist eine große Sache. Ja, ist wahr. Kraft schöpft, ist war wahr. Ja die Frage, um diese Hoffnung zu empfinden. Und das. Und vielleicht kann man es jetzt auch noch ein Bloch-Zitat reinwerfen, darf hier in die Diskussion damit einbinden. Ja. Und zwar die Lust, Neues zu beginnen, die mit uns selbst anfängt. Oder das mit uns selbst anfängt, also das Neue, das mit uns selbst anfängt. Also die Rückbesinnung auf das, was wir sein könnten oder wollten, hin zu einer Utopie des Neuen und des Aufbruchs und der Umgestaltung dessen, was wir sind. Weil wir sind immer als noch Unvollendete hier in dieser Welt und können uns hinbewegen näher zu dem, was wir sein wollten oder könnten. Also ich habe den Eindruck, wir enden jetzt doch noch hoffnungsfroher, als ich befürchtet habe. Und wenn sich alle gegen den Moderator wehren, dann ist das auch ein Zeichen, dass wir jetzt Schluss machen wollen. Meine Damen und Herren, wir haben einiges jetzt andiskutieren können. Die Idee ist, dass Sie die Ausstellung besuchen. Das kann man heute machen. Das ist im Stock H. Man findet da, ich glaube, es sind auch Mitarbeiterinnen von uns, die da sie hin
führen. Und da ist auch die Idee, dass man die Diskussion natürlich vertiefen kann, fortsetzen kann. Man kann das aber auch machen am Aperitif, der hier gereicht wird, vor den Eingängen zum Auditorium Maximum. Teilen Sie sich ein bisschen auf. Es ist nicht so, dass die, die zuerst in die Ausstellung gehen, nachher nichts mehr haben, weil das ist reichhaltig aufgestellt und Sie können sich vielleicht etwas aufteilen. Die einen gehen zuerst in die Ausstellung, die anderen zum Apero und dann wird gewechselt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich vor allem bei meinen Podiumsteilnehmerinnen und beim Podiumsteilnehmer für die angeregte Diskussion, die eigentlich alles klar gemacht hat und keine Fragen mehr offen gelassen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und genießen Sie die Ausstellung und unseren Apéro.